Wir beginnen im Fersensitz. Hierfür bring deine kleinen Zehen in die Matte hinein. Po sitzt auf der Ferse ab. Stell dir dann vor, eine Linie aus Energie zieht dich nach oben. Hals und Wirbelsäule sind in einer Linie. Hände kommen über den Kopf. Rechter Arm beugt. Linke Hand zieht am rechten Ellenbogen nach unten. Und dann genieße die Öffnung. Die Öffnung von Kopf bis Fuß. Langsam und vorsichtig löse auf und dann klopf einmal deine Füße aus. Komm mit mir in die Gegenposition. Fußspann ist auf der Matte, Po setzt auf den Fersen ab und dann zieh deine Knie nach oben, so weit es geht. Wenn du ohne Probleme deine Hände lösen kannst, dann bring sie vor dein Herz. Gern wipp hier auch leicht nach links und rechts, um deinen Fußspann zu massieren. Löse auf und dann komm mit mir nochmal in den Fersensitz. Hierbei strecken wir nun beide Arme über den Kopf und beugen den linken Arm. Die rechte Hand streckt am linken Ellenbogen nach unten. Genieße auch hier die Öffnung. Verklebungen lösen sich und du kannst immer freier atmen. Löse, klopf noch einmal deine Füße aus. Und dann noch einmal die Gegenposition. Auf den Fußspann sitzen. Komm in deine Variante. Und dann löse. Bring die Hände unter die Schultern, die Knie unter die Hüften und mit dem Einatmen zieh den Bauchnabel hoch zur Decke, ausatmen Bauchnabel zur Matte. Einatmen, Kopf zwischen die Oberarme. Ausatmen, der Kopf hebt sich. Katze und Kuh im Wechsel. Mach es in deinem Atemtempo, in deinem Atemrhythmus. Einatmen hoch. Ausatmen, Bauchnabel zur Matte. Bring einmal deine Füße in die Matte, zieh dich hoch in den Hund und wieder runter in den Tisch. Einatmen hoch in den herabschauenden Hund, ausatmen runter in den Tisch. Jeder in seinem Tempo, in seinem Atemrhythmus. Und wenn du deine Füße mattenweit auseinander hältst, geht das ganz einfach. Und du kommst schneller mit den Fersen zum Boden. Nimm hier gern dein eigenes Tempo und dann beug und streck deine Beine abwechselnd. Lass deinen Hund laufen. Nimm auch gern den Oberkörper ein wenig mit. Öffnen hier unsere Oberschenkel und den unteren Rücken. Aber umso mehr Körper du mitnimmst, umso mehr öffnet sich.
Mit dem nächsten Einatmen komm in den Hund und dann geh mit der rechten Hand zum linken Fuß und mit der linken Hand zum rechten Fuß. Mach das in deinem Tempo und ganz bewusst. Zieh dich in die Länge und genieße den Bewegungsapparat, den Bewegungsradius, den du hast. Genieße auch diese ungewöhnliche Bewegung. Und gern, wenn du deinen Unterschenkel greifen kannst, zieh dich ein bisschen mit dem Oberkörper an die Beine. Löse auf, komm in den Hund und dann zieh dein rechtes Bein in deinem Tempo nach oben zur Decke und wieder runter. Es kann langsam sein, es kann schnell sein. Gern kannst du auch mal dein Bein beugen, um die Hüfte weiter zu öffnen. Und dann wechsel einmal die Seite. Mach hier, was dein Körper will, was dein Körper verlangt, was ihm gut tut. Und mach es in deinem Tempo. Gern auch hier beug dein Bein einmal. Und dann löse. Von hier aus komm wieder in den Vierfüßler, tauch wellenartig ein in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, leg auf der Matte ab. Press deine Füße in die Matte hinein, zieh dich hoch in den herabschauenden Hund. Einatmen wie eine Welle, zieh dich vor, heraufschauender Hund. Und dann leg ab, press die Füße in die Matte, zieh dich hoch, herabschauender Hund. Einatmen, zieh dich vor. Heraufschauender Hund. Ausatmen, leg ab. Füße pressen in die Matte, herabschauender Hund. Einatmen, zieh vor, heraufschauender Hund. Und dann zieh dich einmal zur Seite, schau über die rechte Schulter. Genieße die Öffnung in den Seiten. Ausatmen, komm zur Mitte und dann dreh dich einmal zur linken Seite auf. Schau über die Schulter. Löse langsam und vorsichtig auf. Leg dich einmal ab, bring die Füße zusammen, den Po auf die Fersen, leg dich ins Kind. Knie sind mattenweit auseinander und dann genieße diese Öffnung. Spür, wie mit jedem Ausatmen deine Hüfte weiter in die Matte fließt. Und mit dem Einatmen zieh dich nach vorn in den Vierfüßler. Von hier aus komm einmal mit den Füßen zu den Händen, zieh dich hoch und dann press einmal mit den Ellenbogen deine Knie in der Hocke auseinander und dann zieh dich wieder in die Vorbeuge. Ausatmen, Po kommt runter zu den Fersen, Ellenbogen pressen die Knie nach außen und dann wieder hoch in die Vorbeuge. Mach das in deinem Tempo, in deinem Rhythmus, sodass sich deine Oberschenkel und deine Hüfte öffnen. Und wenn du bereit bist zu sitzen, dann
Setz dich einmal auf dein Po ab, beuge dein rechtes Bein, Knie sind nebeneinander, beuge dein linkes Bein, Knie sind immer noch nebeneinander und dann leg dich einmal auf der Matte ab, in den Sattel. Öffnen hier unsere Schultern, unseren Herzbereich und unsere Hüften. Löse langsam auf, wie du hereingekommen bist. Und dann streck einmal deine Beine nach vorn aus. Tu, was sich jetzt gut anfühlt, was dein Körper braucht. Und dann beuge einmal dein rechtes Bein an den linken Oberschenkel. Einatmen, zieh dich lang, mit dem Ausatmen zieh dich vor zum linken gestreckten Bein. Löse hier wieder langsam und vorsichtig auf und dann wechsle deine Seite. Einatmen, zieh dich wieder in die Länge und mit dem Ausatmen nach vorn. Löse einmal auf und dann bring deine Beine so weit wie möglich auseinander. Wippe dich hier etwas nach vorne und zurück. Und dann komm auf deinem Weg nach vorn. Leg dich ab, entweder auf den Unterarm oder auf den Boden. Langsam und vorsichtig komm auf deinem Weg wieder hoch ins Sitzen und dann bring deine Füße am Mattenende zusammen. Leg dich ganz entspannt ab. Und dann beug dein rechtes Bein, streck dein linkes Bein aus, leg es ab und kipp dein rechtes Knie zur linken Seite. Kopf fällt ganz automatisch zur rechten Seite. Löse einmal auf und dann wechsel die Seite. Streck dein rechtes Bein aus, leg es ab, beug das linke und
zieh das linke Knie zur rechten Seite. Der Kopf kippt ganz automatisch zur linken Seite. Löse einmal auf und dann beuge beide Beine, zieh sie zum Körper ran. Wipp dich leicht nach links und rechts, um deine Hüfte zu massieren. Und dann streck die Beine aus, leg dich auf die Matte. Savasana. Visualisiere eine Intention, ein Ziel, mit dem du nun in den Tag startest oder zu Bett gehst. Behalte dieses Gefühl bei. Und dann zieh kleine Kreise mit deinen Händen, deinen Füßen, deinen Unterarmen und deinen Unterschenkeln. Streck dich einmal in die Länge. Und dann roll dich auf deine Lieblingsseite. Und ganz langsam und vorsichtig komm hoch ins Sitzen. Bring deine Hände einmal vor dein Herz. Und dann bedank dich bei dir selbst, dass du Yoga praktiziert hast, um in den Tag zu starten. Hab einen energiereichen Tag. Namaste.